Hi und herzlich willkommen, liebe Patreons, zum ersten Video nur für euch. Und ich habe es gestern angekündigt, es geht aus gegebenem Anlass um Chia Seeds versus Flax Seeds, also Chiasamen im Vergleich zu Leinsamen. Und zwar aus gegebenem Anlass, denn es hat letzte Woche Samstag ein anderer YouTuber ein, ich sage mal, Hetz-Video gegen mich veröffentlicht, was, wie es die Natur der Sache von Hetz-Videos ist, gegen die YouTube-Richtlinien verstieß. Und ich habe dieses Video natürlich gemeldet und YouTube hat es wahnsinnigerweise binnen 12 Stunden entfernt. Hat mich erstaunt. Ich dachte, das dauert ein paar Wochen, so wie hier die Mühlen der deutschen Gesetzgebung. Aber nein, YouTube handelt sehr, sehr schnell, wenn man Verstöße gegen die Richtlinien meldet. Und das ist dann erfolgt. Also dieses Video ist gelöscht worden. Und im Rahmen dieses Hetz-Videos wurde mir dann unterstellt, ich wüsste nicht, dass man sowohl Chia als auch Leinsamen mahlen müsse und dass, wenn man sie nicht malt, es Lebensmittelverschwendung wäre. Da dachte ich, mache ich mal ein Video darüber, denn vorher wäre mir das nie in den Sinn gekommen, weil ich dachte, das weiß jeder. Denn ich habe das schon innerhalb der Rohkostszene gelernt, dass Chiasamen nicht gemahlen werden müssen, Flachs, also Leinsamen, aber sehr wohl. Und ich bin von Leinsamen.